So, Freunde. Wir sind jetzt dabei, unseren Dog aus dem Knast zu holen. Und er meinte was von wegen, wir sollen sein junges Ich finden, um einen Raketenbohrer zu holen. Tja. Er meinte auch, was ist das in einer Suppenküche was? Also, wir gucken mal in die Suppenküche mal rein. Ach ja, wir müssen ja rausfinden, wo er ist. Da müssen wir den anrufen, ne? Das ist halt ein paar Tage, dass ich gespielt habe. Tut mir leid. Das ist. Ja, mein Gott. Na gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Apropos Suppe, ich habe gerade gegessen, ne? Also. Und er rührt die Suppe rum und rührt und rührt und rührt. Oh. McFly? Biff? Kate? Grandpa? Für dich, Mr. Tennant, Artie. Was machst du hier draußen? Na ja, ich hatte Hunger und ich dachte, hier gibt's was zu essen. Vielleicht eine Suppe. Ich dachte, hier gibt's was zu essen. Denk nach, McFly. Der Staatsanwalt wirft mit Vorladungen um sich wie Babe Ruth. Ich glaube nicht, dass Ruth noch Pitcher Klappe! ist. Wenn eine dieser Vorladungen meinem liebsten Zahlenzauberer in die Hände fällt, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Man könnte mich sogar einbuchten. Das willst du doch nicht, oder? Oder doch? Nein, natürlich nicht, Kit. Das ist schon besser. Was glotzt du so, Milchgesicht? Augen auf deine Suppe, Junge. Nun? Nun was? Was machst du denn noch hier? Entschuldige, Kit. Ich werde wieder zurück ins Versteck laufen. Mach das. Und McFly? Ja? Dieser Hut ist zu auffällig. Du gibst ihn besser mir. Oh. Jetzt hau ab! In Ordnung, Boss. Und komm nicht raus, bis ich dir Entwarnung gebe. Ich schwöre, selbst wenn einer von euch Dummköpfen 2 und 2 im Kopf rechnen könnte, würde ich diesen Jammerlappen in den See werfen. Hey! Jedenfalls muss ich jetzt los und mich unwiderstehlich machen. Seht zu, dass keiner den Laden ansteckt, während ich weg bin. Ja. Okay. Wofür sind die Tische? Wir haben ein paar extra Tische für unsere Penner-Soirees am Monatsende. Aha. Penner-Soirees, okay. Wo ist jetzt die Suppenschüssel eigentlich hin hier? Da stand gerade eine Suppenschüssel aus, die unser Opa gefressen hat. Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Okay. Hallo. Brown anwesend? Hi. Könnten Sie mir sagen, wo ich Emmett Brown finde? Der jüngere Master Brown geht gerade seinen Angestelltenpflichten im Gericht nach. Von wem darf ich ausrichten, dass er angerufen hat? Im Gericht? Doc hat mir nie erzählt, dass er im Gericht gearbeitet hat. Tat. Ein Spruch in eines Toren Mund ist wie ein Dornzweig in der Hand eines Trunkenen. Tiefsinnig. Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Vielleicht sind meine Hände zulässig. Okay, ihr fragt euch, warum ich das angucke die ganze Zeit, ne? Erinnert euch mal an Bear With Me, wo wir einen Erfolg gekriegt haben, nur dass wir die Bilder angeguckt haben. Ne? Also, ruhig aufmerksam sein bei sowas immer. Hä? Wo war ja gerade zu sehen? Das ist eine Schwingtür. Ich habe irgendwas von Pfeife gelesen hier. Hä? Bin ich jetzt blöd geworden? Das ist der Baumann. Den mag ich aber mit dem mag ich jetzt nicht reden.
Ausgang, das ist richtig, ja. Nur Personal darf in die Küche. Okay. Nur Ausgang. Okay, dann geh doch zum Ausgang. Nettes Gestell. Ja, wir haben hier hinten alle möglichen, kulinarischen Schätze. Ja, ist klar. Na gut, dann gehen wir erstmal zum Gerichtsgebäude, wo unser Doc ja nur sein sollte, als was auch immer er da arbeitet. Ich renne mal ein bisschen, ne? Also. Dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm, dumm, dumm. So, also nach dem Telefonat haben wir halt, wurde uns gesagt, wir sollen mal hier hingucken, weil er ja nur quasi hier beim Gericht arbeiten sollte, unser lieber Dr. Emmett Brown. Ach du Schreck. Fassen Sie das nicht an, das sind vertrauliche Gerichtsunterlagen. Nur vereidigte Beamte des Gerichts haben darauf Zugriff. Paps, ich meine, Richter Brown besteht darauf. Richter Brown? Doc, schön Sie zu sehen. Ich bin Michael, Emmett Brown, aber ich bin ein Gerichtsangestellter und kein Doktor. Geh mir bitte aus dem Weg. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Ja, er hat wichtige Geschäfte. Richtig. Was habe ich bloß übersehen? Hör zu, Emmett, du kennst mich nicht, aber ich bin dein Freund. Ich halte nichts von Freunden. Sie halten mich von der Arbeit ab. Was hast du Wichtiges zu tun? Eine juristische Angelegenheit. Sehr kompliziert, sehr verworren. Ich brauche 5 Unterschriften auf jeder Kopie dieser Schadensersatzforderung, bevor Paps, ich meine Richter Brown, auch nur daran denken kann, der erstgenannten Partei eine Verzichtserklärung zu bewilligen. Du hast keine Ahnung, worum es geht, oder? So wichtig ist das! Also, Emmett, wann bist du mit der Arbeit fertig? Kommt drauf an. An Wochentagen lässt mich Paps manchmal bis 9 bleiben. 9 Uhr abends? Aber heute ist Samstag. Richtig. Wahrscheinlich kann ich nicht vor 10 weg. Wie wär's, wenn du früher Schluss machst und ich dir ein Bier, eine Limo spendiere? Was meinst du? Versuchen Sie nicht, mich mit zuckerhaltigen Getränken zu locken. Meine Leidenschaft ist es, die Räder der Gerechtigkeit am Laufen zu halten. Und wenn ich vor 8 gehe, bringt mich mein Paps um. Ja, ist klar. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Angst vor meinem Vater? Mein Paps ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Sehe ich anders. Und zwar, denn... Hör zu, ich weiß, dass du in deinem Labor an einer neuen Erfindung arbeitest. Erfindung? Erfindung, Labor? Da muss eine Verwechslung vorliegen. Mein Gebiet ist das Rechtswesen, nicht die Wissenschaft. Effizienz konstant bleibt und die Gravitationskonstante veränderlich ist. Ist das überhaupt möglich? Also komm schon, warte einen Moment. Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Okay, du willst nicht, dass dein Vater davon erfährt. Gut, wir haben alle Geheimnisse. Aber du kannst mit mir offen über dein Wissenschaftsprojekt sprechen, denn... Ich bin kein Wissenschaftler. Fragen Sie mich mal, was E gleich ist. E ist gleich? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sehen Sie? Ich weiß zwar nicht, wo Sie diese Information herhaben, Mister, aber Sie sind falsch, falsch, falsch. Es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Von der Ableitung der Geschwindigkeit... Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mister Corleone. da. Du kannst mir vertrauen, Doc. Emmett, ich kümmere mich nur um deine Zukunft. In vielerlei Hinsicht. Wovon sprechen Sie? Von dir und der Wissenschaft. Na,
nicht schon wieder? Wenn Sie mir noch einmal unterstellen, ein Wissenschaftler zu sein, verklage ich Sie wegen Rufmords. Ja, Inventar, was war denn dabei? Clownbike. Foto von George. Hallo? Hausieren verboten! Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Angst vor meinem Vater? Mein Papst ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Siehst du, ich komme auch ungefähr aus der Sparte. Deswegen habe ich mir dich ausgesucht. Das ist mir zwar egal, weil mich die Wissenschaft nicht im geringsten interessiert, im Gegensatz zum Rechtswesen, aber ich glaube ihnen nicht. Das ist wahr. Ich bin Wissenschaftler. Kann der Herr Wissenschaftler mir dann vielleicht eine Kostprobe seines enormen Expertenwissens geben? Der Beinknochen ist mit dem Schenkelknochen verbunden? Erstaunlich! Komm schon, Doc. Emmett, lass die Rechtsverdreherei sein. Es gibt etwas Wichtigeres für dich zu tun. Mr. Corleone, Sie sollten wissen, dass das Gesetz der Mörtel ist, der die Steine der Gesellschaft zusammenhält. Und wir Juristen sind wie die Maurer, die damit das Gebäude der Zukunft errichten. Hat dir das dein Vater gesagt? Jeden Morgen. Es geht um deine... Sagen Sie es nicht. Ich brauche mal Hilfe. Emmett wird sich nicht mit dir einlassen, aber wenn ihr beide etwas gemeinsam hättet. Uns konstante veränderlich ist. Einstein! Wenn also H für den eindimensionalen harmonischen Oszillator steht, dann ergibt doch H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von H natürlich ganz in Erwartungswert für A, richtig? Was habe ich. Wie geht's, Aini? Aini kann uns nicht helfen. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Ja, ich weiß. Aber das hilft mir gerade nicht wirklich weiter. Kann ich aufs Inventar zugreifen? Hier aus? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Es geht um deine... Sagen Sie es nicht! Ich muss da nicht mehr rein. Wenn also H für den eindimensionalen harmonischen Oszillator steht, dann ergibt doch H hoch A und... mit dem Kehrwert von H natürlich wie ganz in Erwartungswert für A, richtig? Was habe ich bloß übersehen? Docs Notizbuch gehört ihm nicht. Okay, eigentlich gehört es ihm schon, nur jetzt noch nicht. Es ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, ihm ein Buch mit all den Dingen zu geben, die er noch nicht erfunden hat. Das war denn doch gemeinsam, ich weiß es doch nicht. Benötigt man, um eine konstante Masse zu erhalten, wenn die Beschleunigung um die Umkehrfunktion der Ableitung der... Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat. Ja, ich weiß nicht. Mr. Corleone. Belästigung ist eine Straftat. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Angst vor meinem Vater? Mein Papst ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Ja, nee, ist klar. Es geht um deine... Sagen Sie es nicht. Ich brauche Hilfe, und zwar... Ich bin noch mal zwei, tut mir leid.
Irgendwelche Formeln, das ist richtig, aber es hilft mir ja nicht weiter. Probleme sind nur Connor will schon mal hier, aber es gibt jemanden, der. Ah, ich weiß schon Bescheid. Psst, Doc! Marty, hast du schon mein jüngeres Ich gefunden? Nun, ich habe ihr jüngeres Ich getroffen. Toll! Und ich muss sagen, sie sind irgendwie verklemmt. Was? Sie wollten nicht mal mit mir reden. Das kann ich kaum glauben. Erzähl mir, was passiert ist. Ich wollte ihn nach ihrem Raketenbohrer fragen, aber er sagt, er sei kein Wissenschaftler. Was? Warum? Oh, Vater. Was hat er damit zu tun? 1931 habe ich mich noch davor gefürchtet, dass mein Vater die Wahrheit über meine wissenschaftlichen Vorlieben herausfinden könnte. Also forschte ich im Verborgenen, zu ungewohnten Zeiten und abseits seiner neugierigen Augen. Wie nervig. Ja, das nervte ziemlich. Glücklicherweise konnte ich mich gegen ihn behaupten. Aber jetzt gerade denkt mein jüngeres Ich wahrscheinlich, mein Vater hätte dich geschickt, um mich zu kontrollieren. Wie kann ich ihn davon überzeugen, dass ich kein Spion bin? Ich weiß es nicht genau. Wie kann ich ihn davon überzeugen, dass ich kein Spion bin? Ich weiß es nicht genau. Ja, super. Da. Warum murmelt ihr jüngeres Ich die ganze Zeit vor sich hin? Murmeln? Warum sollte ich vor mich hin murmeln? Das mache ich nie, außer... Die Hill Valley Expo! Was? Die Expo? Ja, die Expo. Wie konnte ich das vergessen? In ein paar Monaten wird mein jüngeres Ich etwas auf der Hill Valley Expo vorstellen. Mein erster öffentlicher Ausflug in die Welt der Wissenschaft. Alle aus der Stadt werden dort sein, inklusive einiger bekannter Wissenschaftler, die meine Karriere... Und? War sie ein großer Erfolg? Nein, es war ein elender Misserfolg. Aber ein spektakulär elender Misserfolg, der meinen Übergang vom Amateur-Garagenwissenschaftler zum professionellen Wahrheitssucher markierte. Was hat die Expo damit zu tun, dass sie vor sich hingemurmelt haben? Als ich jünger war, habe ich an komplizierten mathematischen Rätseln gearbeitet, um Stress abzubauen. Ohne Zweifel arbeitet mein jüngeres Ich an irgendeinem unmöglichen Problem in dem Versuch, dabei in den Wochen vor der Expo etwas Dampf aus dem Gehirn abzulassen. Was habe ich gemurmelt? Ich weiß nicht. H durch irgendwas mit einem Kehrwert von etwas anderem. Ich bin nicht so gut mit Gleichungen. Das ist schade. Ich wette, wenn wir das Problem meines jüngeren Ichs lösen könnten, wäre er eher geneigt, dir zuzuhören. Ich habe eine Idee, wir haben noch einen... Sprechen wir besser später über die Probleme ihres jüngeren Ichs. Okay, aber vergiss nicht, dass wir etwas unter Zeitdruck stehen. Ja, ich habe eine Idee. Vielleicht klappt das, was ich jetzt vorhabe. Hill Valley Polizeirevier. Ja, nein. Verflixt, das hier sieht alt aus, selbst für 1931. Das meine ich nicht. Inventar, wir haben noch hier was da. Denkt nach, Emmett. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Aber wie viele Newton benötigt man, um eine konstante Masse zu erhalten? Hahaha, ich bin gut. Die Umkehrfunktion der Ableitung der Geschwindigkeit relativ zur Lichtgeschwindigkeit verringert. Und diese Steuerung, ne? Jeder Bereich ist hier so quasi wie so ein Ding aufgebaut hier. Was, Also, Doc, geht Ihnen hierbei ein Licht auf? Ach, denk nach, Emmett. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Großer Gott, bin das... Ich? Ich klinge so... Ich wollte erpicht sagen. Ich habe ganz vergessen, wie sehr ich mich in etwas hinein... Ja, was murmeln Sie da vor sich hin? Oh, das ist simpel. Das ist das Ivanov-Problem. Sag meinem jüngeren Ich einfach, dass H der Hamilton-Operator ist.
Würde die Zeit gerade nicht gestört, wenn er die Antwort weiß? Nur wenn sich herausstellt, dass die Realität eigentlich nur eine holographische Illusion ist, die durch das Zusammenspiel subatomarer Partikel auf einer riesigen zweidimensionalen Membran hervorgerufen wird. Also... Es wird schon gut gehen. Ich habe auch keine Ahnung, was Doc gesagt hätte. Es ist so schlimm, Alter. Ich bin echt doof. Ich komme mir das nicht nur doof vor, aber ich weiß auch nicht, ob die Autoren wussten, was sie da sagen. Bin mir da auch nicht so sicher, aber... Na, du laufst mal hier rüber. Diese Steuerung hier, ne, das ist... Oh, Alter. Ein Krampf. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Ich weiß. Vielleicht ist HDR Hamilton-Operator. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte, vielleicht ist HDR... Hamilton-Operator? Ja. Großer Gott, wenn H der Hamilton-Operator ist, dann kann H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von H nur dasselbe sein wie der Erwartungswert von A. Haha, das ist es! Das ist die Lösung zu Ivanovs Rätsel! Das Problem, über das ich mir schon die ganze Woche den Kopf zermartere! Ja, du hättest es in ein paar Tagen selbst herausgefunden. So wie du herausgefunden hast, wie man einen Raketenbohrer baut. Woher wissen Sie so viel über Wissenschaft? Nun ja, es ist so. Sie wissen von meinem Raketenbohrer? Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Was? Sie sind vom Patentamt. Ich muss zugeben, dass ich nicht wusste, was mich erwartet, okay, als ich die Papiere eingeschickt habe. Willkommen, stets zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche einen Raketenbohrer. Kann ich deinen Raketenbohrer sehen? Natürlich. Es ist noch ein Prototyp. Beinahe voll funktionsfähig. Ich kann ihn Ihnen zeigen, gleich morgen früh vielleicht. Nein, das reicht nicht. Ich brauche ein Modell in Originalgröße. Das voll funktionsfähig ist. Heute Nacht. Ansonsten müssen wir das Patent an einen Konkurrenten vergeben. Dr. McCoy. Das geht nicht. Ich meine, es wäre vielleicht möglich, in dem Zeitraum ein funktionsfähiges Modell in Originalgröße zu bauen. Aber mir fehlt der Hauptbestandteil. Den besorge ich dir. Was ist es? 95%iger Alkohol. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer der heutzutage zu bekommen ist. Vor allem jetzt, nachdem jemand seine illegale Bar gesprengt hat. Außerdem besteht keine Möglichkeit, dass ich Feierabend mache, bevor ich diese Vorladung zugestellt habe. Sie ist Bestandteil der Ermittlungen über die Geschäfte von Kit Tennen. Ist es so wichtig, dass Sie den Bohrer heute sehen? Ja. Ja, ist es so wichtig, dass du die Vorladung heute zustellst? Ja! Hör zu, ich helfe dir, sie zuzustellen und werde dir auch den Alkohol besorgen. Psst. Wenn du dann den Bohrer heute noch fertigstellst. Abgemacht? Abgemacht. Hier die Vorladung. Die Vorladung ist für meinen Großvater? Psst. Es ist Kit Tennen! Hey, der hat eben Arthur McFly in der Suppenküche angeschrien. Kein Wunder, Arthur macht die Buchhaltung für seine Geschäfte. Was für Geschäfte? Das versucht der Staatsanwalt rauszufinden. Lass uns mit ihm reden. Nein! Warum nicht? Kit Tennen kann uns sagen, wo sich Arthur versteckt. Ah, dann können wir auch gleich unser Testament machen. Nein, Testament wollen wir nicht machen. Das ist schlecht. Okay, wir müssen, wo müssen wir denn hin? Ja, ich weiß es gar nicht. Hinweise. Man weiß nie, wer der an der besten Chance war, nach Hause ranzukommen. Vielleicht Leute, von denen man es nicht erwartet. Hinweis Nummer 2 bitte. Damit ich weiß, was du meinst. Sprich nochmal mit Edna. Wo ist die denn eigentlich? Edna ist doch hier irgendwo am Schreiben gewesen. Ah, hier ist er. Hier ist er. Hallo Edna. Edna bricht aus. Ach nee. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Haben Sie die Geschichte fertiggestellt, für die Sie mich interviewt haben? Über Carl Sagan? Ja, aber diese starrsinnigen Redakteure haben Sie abgelehnt. Sie sagen, mein Artikel wäre einseitig und dass ich einen mutmaßlichen Brandstifter verherrliche. Als würden Ihre Artikel nicht ständig den kriminellen Abschaum verherrlichen, der die Stadt kontrolliert. Das macht mich so wütend, ich könnte schreien. Was ich natürlich nie machen würde. No. Das wäre Ruhestörung und es ist... Ja, Die Sensation? Ich habe Gerüchte gehört, dass etwas Seltsames in der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit vorgeht. Es gibt eine neue Geschäftsführung und...
Oh, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht die Fakten kennen. Ich bete, dass es nur ein Gerücht ist. Diese Suppenküche ist die Speerspitze im Kampf für die gute Sache. Was wird aus dem Finger vom Fuselverband ohne sie? Ganz zu schweigen von all den Einrichtungen, die meine Suppenlieferungen... Suppenlieferungen? Sie liefern Suppe aus? Das ist einer meiner vielen kleinen Beiträge für die gute Sache. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, hoffe ich. Ich hole Behälter mit heißer Suppe in der Küche ab und liefere sie überall hin. Zum Hill Valley Waisenhaus, die Ranch des heiligen Franz Xaver für ungewollte Kinder, das Foggy Mountain Heim für unheilbar Irre, das Shady Acres Altersheim. Ach, ich kann mich kaum an alle erinnern. Ja, Was ist der Finger vom Fuselverband? Sie haben noch nicht vom FVFV gehört? Er Nein. leistet wundervolle Arbeit. Dort werden aus hoffnungslosen betrunkenen Landstreichern ehemalige hoffnungslose betrunkene Landstreicher gemacht. Ich bin ein Gründungsmitglied, aber das heißt nicht, dass ich... Bisher trafen wir uns immer im Keller der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Aber aus irgendeinem Grund lassen uns die neuen Betreiber nicht mehr dorthin. Jetzt haben wir keinen Treffpunkt. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Sie können sich im Park treffen. Nein, das wäre nicht so gut. Da schlafen viele der Mitglieder. Okay, Ich kann Ihnen mit der Suppe helfen. Ich arbeite viel für Wohltätigkeitsorganisationen. Oh, welche? Die, Super Mario Brüder. Ach ja, die Italiener tun so viel Gutes. Wenn Sie es arrangieren könnten, dass ich die Suppenbehälter abholen kann. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir wollen nichts überstürzen. Ich leite den Suppenfahrdienst in dieser Stadt und ich überlasse es nicht einfach einem Neuling. Aber wenn Sie gute Kontakte zu den wohltätigen Einrichtungen haben. Ja? Sie können mir Bescheid geben, wenn Ihnen die Suppe ausgeht. Okay, ja. Tut mir leid, was da hinten mit Einstein passiert ist. Keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenken kann. Ja, ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenkt. Sehr gut, jetzt zeig mal, was du mit der Rechentafel kannst. Ja, okay, Ich zieh Leine. Oh, wo denn? Es kann sein, dass du da nicht an den schwarz gebrannten Fuß rankommst, aber es gibt jemanden, der dir helfen kann, ja? Wer denn? Kannst du etwa Suppendienst, Lieferdienst zu deinem Vorteil nutzen? Okay, wir müssen erstmal schwarz gebranntes haben. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Hallo. Machen Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Ja, hat man schon. Ich kenne tatsächlich eine Einrichtung, die mehr Suppe braucht. Oh, welche? Kinderfarm? Vergessen Sie es, mein Fehler. Die Billardhalle ist keine wohltätige Einrichtung. Sicher nicht. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Das Brown-Anwesen. Sie meinen das Haus von Richter Brown? Ja, ich bin zufällig mit seinem Sohn befreundet. Und er hat mir erzählt, der Richter würde liebend gerne sein Anwesen zur Verfügung stellen für gute Sachen. Wirklich? Das ist die großzügigste und wohltätigste Geste seit Ewigkeiten. Bitte sagen Sie Ihrem Freund Emmett, dass wir annehmen. Das Treffen beginnt nicht sofort. Die Leute haben also etwas Zeit, alles einzurichten. Ja, Ich zieh Leine.